So, guten Tag, Leute, wir sind zurück, hallo. Nachdem ich mich wirklich zu Tode erschrocken habe bei dem letzten Geist. Das zweite Mal, glaube ich, dass der Geist mich so hart erwischt hat. Oh, dieser Geist ist aber auch nett. Nein, wir gehen jetzt erst in die Schlafzimmer. Hier das Foto. Wehe das Wort. Was ich auch geil fand, habe ich in dem Part schon erwähnt, ist, das war glaube ich kurz bevor du kamst, dass das Spiel wirklich so getan hat, als würde mein Betriebssystem gerade mein Sound runterschrauben. Da hast du unten rechts halt einfach nur diesen Soundmixer gesehen, wie er so langsam runterging. Das fand ich cool. Muss ich gestehen. Pony Island macht das ja, glaube ich, auch. Oder war das Pony Island? Irgendein Spiel tut doch so, als würde es crashen. Es tut auch irgendein anderes Spiel. Ich meine Pony. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lege, aber irgendein Spiel tut, als würde es crashen. Das habe ich bei Gronkh nämlich gesehen. Ich meine, es wäre Pony Island gewesen. Und Gronkh hat das nämlich durchschaut, weil diese Crash-Meldungen, glaube ich, in Windows 7-Style waren und er schon Windows 10 hatte. Das heißt, sie hatten halt schlichtweg das falsche Overlay. Gerade so geleuchtet habe. Moment, krieg ich's wieder hin. Ja. Der Schatten diesen Kerzenhalter, den ich da hinten soll, der da hinten gerade so an der Tür rumwackelt. Ich habe gerade gedacht, da steht irgendjemand mit einer Hammer rechts um der Achse oder so und ich sehe gerade den Schatten. Nicht wahrgenommen, dass das der Schatten des Kerzenleuchters. Die Schatten finde ich teilweise wirklich so, sogar ein bisschen seltsam, muss ich zugeben. Also irgendwie klappt das mit der Lichtquelle der Taschenlampe nicht hundertprozentig gefühlt. Willkommen, First Perch. Gucken, wie der Name ausgesprochen wird. Ich finde wieder nicht. Vor allem will man halt auch mindestens zwei. Je nachdem, weil auf der rechten Seite kann man auch locker noch drei verpacken. Da wieder so eins dieser. Ich guck es an, nimm die Hand von der Maus und geh drauf zu. So, hat geklappt. So. Du kriegst zumindest die Schatten schon mal weg. Das wäre so mies gewesen, wenn ich die Tür aufmache. Da wäre so ein Monster hinter. Ich habe gerade die Tür aufgemacht, mich umgedreht. Das wäre so geil gewesen. Ich mache die Tür auf, drehe mich um und da steht so ein Monster hinter, was mich eigentlich erschrecken wollte. Hä? Hallo, Alter? Wie wär's, wenn du natürlich die Tür guckst, die du gerade geöffnet hast?
Ich bin mir gerade auch, obwohl doch, ich musste vorhin direkt ein Bild suchen, ne? Ich wollte sagen, ich bin mir gerade total unsicher, ob ich jetzt direkt ein Bild suchen muss. Oder wie vorhin beim ersten Teil des Bildes, erst ein Schlüssel und dann das Bild. Ich öffne Tür-Simulator. Der hat mir wehgetan, aber ich meine, gut, ich habe mich jetzt nicht bewegt, aber der stand direkt um die Ecke. Ich habe ihn also erst sehr spät gesehen. Aber was soll ich tun, wenn sie so da stehen? Als Schatten an der Wand, weißt du? Eine Bild, was auf diesem Schreibtisch lag, habe ich kaum wahrgenommen. Ich habe jetzt echt Angst, weil ich brauche gerade. Ich habe es nicht mal gesehen. Das meine ich. Da war es anscheinend wieder die Geisterfrau hinter. Ich habe es aber nicht mal gesehen. Ja, jetzt zieht mir das Telefon auch wieder Leben ab. Frage ist, ob dieses Bild auch immer an der gleichen Stelle spawnt oder halt auch woanders. Oder mit anderen Worten, macht es Sinn, welchen Räume jedes Leben. Schatten nicht gesehen. Jeden Leben neu zu durchsuchen oder nicht? Weil hier war ich auch schon mal. Die Tipps von dem Typen sind halt absolut nicht hilfreich. Ja, ich sollte das Bild suchen, das muss ja hier irgendwo liegen. Ich muss weitersuchen. Genau, der Rest vom Foto muss irgendwo sein. Vogelscheuche. Mich auch wieder Leben gekostet. Hallo. Was ist mit dem Geist? Der will nicht hoch. Er wartet darauf, dass ich gleich um die Ecke komme, damit er mich töten kann. Verklauen. Ich wünsche viel Spaß in dem Raum. Wieder Schaden gemacht. Also immer noch für das lächerlichste Halt überhaupt. Weil sich zu ein zu drehen, nicht als erschreckend gelten sollte. Sondern eher, wenn man wirklich durch dieses Geräusch dann so am Aufzucken ist. Aber normalerweise guckst du halt so ein Psst hin, wenn jemand ein Psst macht. Warum hab ich doch.
weiß halt so langsam nicht mehr, was ich durchsuchen wollte. Der gleiche Geist, der mich tötet. Diesmal habe ich mich allerdings nicht erschrocken. So, liebe Zuschauer im Let's Play, jetzt dürfte mit dabei sein, wie wir warten, bis es halt Nacht wird. Mal stumm schalten. Dunkler, es wird dunkler, wir warten noch ein bisschen. Bis es schön dunkel wird. Ich könnte es ja rauscutten, aber. Bedankt euch lieber bei den Machern. So. Übrigens der letzte 2, den ich jetzt mache, bevor ich dann mal gucke, wo die Dinger sein sollen. Weil ich es schlichtweg nicht mehr interessant finde, durch dieses Haus zu laufen, um irgendwelche Bilderfragmente zu suchen. Mal anzumerken. Was ist das? Natürlich, da gerade durch den Schatten dachte ich gerade, da flog gerade was. Hinten zwei Schatten. Warte mal. Ich kann dir versprechen, sie sind nicht random. Sie haben vielleicht einen von, keine Ahnung, 10 verschiedenen Orten, wo sie auftauchen können, aber sie tauchen halt auf einen von diesen 10 Orten auf. That's the point. Weil ich bezweifle, dass es wirklich so programmiert ist, dass sie überall auftauchen können. Ich denke mal, es werden, wenn sie random sind, Orte festgegeben, wo sie random sein können. Weil es wären halt schlichtweg, ich sag mal, 3 oder 10 oder was weiß ich wie viel Orte, wo sie sein können. Nur ein Teil des Fotos pro Haus, wie du meinst, pro Tag oder wie? Bei mich würde es ja auch interessieren, hat er diesen Random-Faktor, wenn es jetzt wirklich random ist, für meinen Run gespeichert, sprich Foto 3 liegt jetzt an Stelle XY und selbst wenn ich sterbe, liegt jetzt immer noch an Stelle XY anstatt an Stelle ZA. Also wird es für mich Sinn machen, alte Räume nochmal zu durchsuchen oder eher weniger? Weil sich halt das Bild, je nachdem wie oft ich lebe, auch ändert. Das Haus ist Telen unterteilt.
Das für mich ist das Haus in Zimmern unterteilt. Na gut, dann lass mal das hier oben als, sag mal, Schlafbereich sehen kann. Okay. Also muss ich mal erst den Jumpscare? Ja, das ist mir klar, dass ich immer erst den Jumpscare auslösen muss. Das ist mir klar, dass, gut, du bist jetzt ein bisschen später gekommen oder so. Bist ja erst gegen Nacht 20, glaube ich, eingetreten oder so, weil das war ja die anderen 20 Nächte nicht anders. Obwohl doch die ersten 2-3 Nächte war es noch ein bisschen anders. Muss man ganz klar sagen. Aber daraufhin hat sich ja dann alles dazu entwickelt oder so. Grenze Punkt AB, lass dich von Kreatur C erschrecken oder von Event C erschrecken. Bekomm Schlüssel, lauf zurück zu Punkt Y, öffne dort eine Tür und entweder ist dahinter das Dokument gewesen oder ein weiterer Schlüssel. Teilweise auch beides. Aber wenn du beides bekommen hast, wusstest du ganz genau, der Schlüssel, den du da bekommst, ist eigentlich nur für einen Shortcut. In den ganzen Räumen war ich schon mal und habe ich schon geguckt oder so. Ich weiß halt nur nicht, ob diese Räume nach meinem Tod theoretisch wieder bestückt sein könnten oder nicht. Und selbst wenn nicht, mir würden so langsam kaum noch Räume einfallen. Wo es sein könnte. Soll ich denn jetzt wissen, wo hier der rechte Flügel vom Haus ist? Ich weiß ja nicht mal, wo vorne ist. Aber erstmal. Löst sich ja auf. Ich denke immer, dass hier was steht durch diesen Feuchtigkeitsfleck da auf dem Boden. Das Turm soll, glaube ich, auch zweimal hier im Haus stehen. Wenn man es so sieht, man normal vom Haus stehen würde, im linken Flügel jetzt, oder? Das heißt, du meinst, ich soll jetzt auf der gegenüberliegenden Seite suchen? Verstehe ich das richtig? Hier auf dieser Seite. Thank you.
echt noch was ich noch nicht durchsucht habe. Ich muss weitersuchen. Der Rest vom Foto muss irgendwo sein. Das ist ja wieder die Haupthalle. Warte mal. Wenn das die Haupthalle ist, bin ich jetzt aber falsch. Muss ich diese Seite? Dann bin ich rechts und es dürfte dann auch der rechte Flügel sein, oder? Übrigens das dritte Teil des Fotos, nicht den zweiten. Das brauchst du nicht, das gucke ich halt spätestens nach den One-Sets. Dafür musst du jetzt nicht extra die Mühe geben. Also leid es mir tut, aber das ist doch kein Gameplay hier mehr. Michi, ich renn überall mal vorbei, um etwas zu finden. Und ich habe das Spiel noch für deine Tipps gelobt, welches es eingegeben hat. Aber hier ist auch nichts. Bei mir doch auch. In einer verschlossenen Tür. Das hat wieder Schaden gemacht, sehr schön. Wieder Schaden gemacht. War ich doch auch schon.
Ich sollte mich nochmal im Salon im zweiten Obergeschoss im zweiten Trakt umsehen. Im Salon, zweiter Obergeschoss, zweiter Trakt. Woher soll ich jetzt wissen, welcher das ist? Keine Ahnung, wie ein Haus aufgeteilt ist, damit ich im zweiten Trakt bin. Deine Salons. Zweites Obergeschoss. Das Spiel wurde von Deutschen programmiert, ne? Da bin ich jetzt im ersten Obergeschoss. Das hier dürfte das zweite sein. Ja, natürlich habe ich mich vom Telefon erschrocken. Ich bin ja nicht nur gerannt, weil ich da gerade weitergehen wollte. Keine Ahnung, wo das zweite Trakt ist. Schweige denn dieser Salon. Welcher scheiß Etage ich gerade bin. Ich hab absolut keine Ahnung, wie viele Etagen das Gebäude hat. Das da unten ist ja Erdgeschoss. Erstes, zweites. Jetzt bin ich im zweiten Obergeschoss. Ein Salon. Das ist auch ein Zimmer, ist ein Salon, würde ich sagen. Ich bin jetzt im Salon. Ich weiß nur leider nicht. Nicht im Salon, im zweiten Obergeschoss. Auch kein Salon. Nee, 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 nee. Ist auch alles Bullshit. Salon, zweites Obergeschoss. Zweiter Trakt. Eins. Erdgeschoss. Erster Oberstock, zweiter Oberstock. Muss doch diese Höhe sein. Moment. Okay, schade. Ich habe es mal bei Google Pinewood Drive Saloon eingegeben, Salon eingegeben, in der Hoffnung, dass ich ein Bild dazu finde. Wie der Raum zumindest aussieht. Nee, ich will ja nicht. Oh. Hier war ich aber schon mal oben.
Er hatte schon geguckt. Auch die andere Treppe. Ich weiß, dass es noch eine gibt. Meine es zu wissen. Ein Salon. Ein Salon. Ein Salon. Auch keiner. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Jetzt nur runter. Das Schachzimmer. Das zu den Schlafzimmer. Hier ist noch eine Treppe. Die habe ich gesucht. So, jetzt sollte ich wieder auf der richtigen Etage sein. What the fuck, das ist ja so long. Ach, unsere Frau hat den... Ist das unsere Frau? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich erinnere mich an die Aufnahme, aber irgendwas fehlt in meiner Erinnerung noch. Vielleicht das Baby, was er da in den Arm hat, wo man schon die Beine von sieht? What the heck? Hat auch überhaupt nicht lange gedauert, ey. Tag 28, Leute. Das letzte Teil werden wir jetzt natürlich auch noch erstmal versuchen, selbstständig zu finden. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.